Lass uns gemeinsam beten und darauf vertrauen, dass Gottes heilende Kraft dich berührt. Es ist eigentlich recht einfach. Jesus lehrt uns, alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Der Glaube geht dem Empfangen voraus. Viele möchten zuerst empfangen und dann glauben, aber wahre Glaubenskraft funktioniert so. Ich glaube fest daran, dass ich es schon empfangen habe. Eine englische Bibelübersetzung drückt es so aus. Glaubt, dass es euch geschenkt worden ist, dann werdet ihr es bekommen. Der Glaube ist, wie in der Bibel beschrieben, die Verwirklichung dessen, was man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Im Glauben nehmen wir es im Unsichtbaren an und überlassen es Gott, es im Sichtbaren zu zeigen. Lass uns jetzt im Gebet vor Gott eins werden und auf ihn vertrauen. Himmlischer Vater, in diesem Moment trete ich speziell für diesen lieben Menschen hier ein. Herr, dein Wort sagt, dass Jesus unsere Krankheiten auf sich genommen und unsere Schmerzen getragen hat. Vater, im Glauben nehmen wir die Heilung an. Danke, dass deine heilende Gegenwart ihn nur durchflutet und Heilung bewirkt. Danke für deine Berührung. Im Glauben nehmen wir all das an. Im Namen Jesu sage Amen. Amen.